machen Sie da denn? Gut, wenn wir hier weitergehen mit dem Pfad, dann vielleicht Sauerstoffgenerator und dann eine Kantine mal wieder. Ich finde das inzwischen ganz gut, wenn recht viele Kantinen unterwegs sind. So, da kommt die letzte Kiste. Jetzt muss noch... Ach, da kommt der Ingenieursbot. Und dann hoffentlich kommt ein Händler mit einer Blaupause. Und keine Gentomaten, bitte. Oder Zwiebeln. Ja, jetzt sind wir machthungrig offensichtlich. 33, das ist so ätzend. Gut, aktuell 552 Produktionen. Ja, ne? Ja, ich klicke mal drauf. Dann ist das Geblinke vorbei. Achso, weil wir über 500 Energie gekommen sind. Stimmt ja. Ist dann, wenn wirklich keine Wolkendecke da ist und die Windstärke auf Maximum steht. Glaube ich. Sonst könnten wir, glaube ich, keine 550 Strom produzieren, oder? Gut, sehr groß. 80, 110. Okay. Ein Händler, der soll jetzt kommen. Da. Hui. Können wir nicht noch ein bisschen weiter nach hier nehmen, ne? Okay. Ist mir gerade der Gedanke gekommen, dass wir das Ding da einfach mal hinsetzen könnten, damit wir mehr Halbleiter bauen können. Da wird das Ding schon wieder repariert. Den wollte ich doch eigentlich abreißen, ne? Sind aber nicht alle voll. 55 Strom, 194 verbrauchen wir. Boah. Ja. Der haut rein. Da können wir noch was reinstopfen. Ja, 2,5 sind leer. Ja, wenn wir genug Überschussstrom machen, dann ist es vollkommen egal. Kommen wir mit hin, ne? Aber... schlechter Tag, dann werden die einfach nicht mehr gut befüllt. Fleißig am Rennen. Fleißig am Rennen. Da wird die Freizeit genutzt. Wieder mal ein paar Planet News. Ich würde gerne wirklich in so einen Charakter mal reinschlüpfen können und so eine Inspektionstour durch die Tunnel hier machen. Das wäre eine echt coole Sache. Schade, dass es so ein Feature nicht gibt. Verspeist Mahlzeit. Gut, der ist aber mega happy. Finde ich schon mal schön. Das Freizeitangebot scheint auch zu reichen momentan. Ich weiß gar nicht, warum ich hier immer so eine Gedanken um die Bar mache. So. Du sollst bauen halbe Leitern. Und zwar zwei Stück. So lasse ich das erstmal. Halbleiter braucht ihr ja auch. 1-1 jeweils. Jo. Geht. Ich könnte natürlich hier noch eine Windturbine bauen. Oder ein Solarkollektor. Oder ein Monument. Oder was anderes Nutzloses. Hier sind wir schon wieder über 60. Ja. Das reicht offensichtlich immer noch. Ein großer Händler. Bitte hab eine Blaupause. Ja, aber fürs Lager. Was kostet die? 560. Ich glaube aber, die nehme ich einfach mal.
Ist nicht wirklich notwendig, aber dann haben wir die schon mal. Ich würde auch ein großes Lager gleich bauen, glaube ich. So, 20, was haben wir? 35, ja, hauen wir die 20 raus. Hauen wir hier von 15 raus. So, haben wir nur noch einen davon. Jo. So, okay. Gut, machen wir so. Haben wir kein Geld ausgegeben. Sind natürlich unsere Leute erstmal ewig am Schleppen, aber wir haben zumindest das Geld aufgehoben. So, du baust und du baust, rein theoretisch. Also wenn wir mit dem Eisen hinterher kämen. Momentan kommen wir, glaube ich, mit dem Eisen nicht hinterher. Wir brauchen wirklich eine zweite Mine. Drei Bohrbots sind aber schon gegangen hier. Jetzt muss ich überlegen, wo ich eine andere Mine hinsetzen kann. Die muss ja möglichst dicht an dem Eingang. Also sollte möglichst dicht an den Eingang. Glaube ich. Was ist, wenn ich da eine hinsetze? Geht das überhaupt? Okay, da wird eine hingehen. Aber dann ist der Weg auch schon wieder so lang. Und ich hätte ja gern woanders, also dass in den Luftschleusenverkehrsbereich gar nicht noch was anderes reinkommt, außer Touristen und Handelsverkehr. So, hier haben wir einen Berg. Also theoretisch könnten wir hier, ne? So, ne? Also haufenweise. Also muss ich doch erstmal hier lang. So. Ach ja, ist... Das ist echt ätzend. Also theoretisch muss ich diesen Pfad und diesen Pfad abreißen, wegen denen da, dass ich da auch größeren setzen kann. Die beiden müssen ausgetauscht werden. Der muss ausgetauscht werden. Ja, die beiden Pfade komplett müssen eigentlich abgerissen werden. Und da muss ich aufpassen, dass ich hier nichts stehen habe, das dann verhindert, dass ich da die Pfade aufbauen kann. Was ist denn, wenn ich hier lang gehe? Also hier einfach eine Schleuse hinsetzen. Das ist, glaube ich, zu weit, ne? Oder? Ja. Ja, doch. Oder? Ich habe echt keine Ahnung. Ist das? Also ich würde die Schleuse natürlich gerne dicht dran bauen. Aber dann sind hier die Minen zu weit weg, wenn ich hier so zwei, drei Minen setze, glaube ich. Oder was? Erstmal was anderes noch hin. Wenn ich hier eine kleine Bar ginge, eine große Bar. Ich setze eine große Bar hin. Basta. So. Oh, zickig hier. Was ist da denn? Da ist doch gar nichts, oder? Hubbeln? Ja, ist tatsächlich ein Hubbel da und deswegen zickt er rum. So, jetzt der Hubbel weg. Jetzt kann ich durch die Luftschleuse setzen, wie ich möchte. Mal daran, dann müsste kann ich hier mal ein bisschen raus. So, dann müsste ja eine Mine passt da noch hin, aber hatte ich nicht den Plan, hier noch rumzugehen? Den verwerfen wir jetzt. So, da kommt eine Mine hin. Bastarda. Ich setze auch direkt zwei Minen, weil wir ja so einen Stromüberschuss haben und so eine Stromspeicherkapazität, dass ich hier 500 Gebäude setzen kann und wir die hier versorgen können. Das ist ganz logisch. Gut, ich muss doch gleich alles abschalten, wenn es fertig ist. Habe ich schon erwähnt, dass ich langsam sauer werde, weil hier kein Händler kommt, der mir eine Blaupause vorbeibringt? Ich komme mir ein klein wenig veräppelt vor vom Spiel. Aber nur ein klitzeklein wenig. So, Entschuldigung, muss was trinken.
das ist ja gut. Das braucht man so alle eine Stunde, 10 Minuten, mal einen Schluck Wasser zu sich nehmen. So. Doch, mal schon. Ich würde glaube, weil wir ein bisschen wenig haben von den, ich hätte dich gern nach da ausgerichtet, ne? Geht aber nicht. Von den Bioplastik war ich gerade am Überlegen, ob wir dann vielleicht doch noch nicht hier was hinsetzen sollten. Aber ich glaube, das kommt hin. Ach, schon. Hui. Vor allem, es braucht ja, glaube ich, sonst nichts anderes mehr wie Plastik. Es braucht ja alles nur Eisen. So, aus. Müssen wir warten, bis die andere hier fertig ist. Oh, ein großes Handelsschiff. Und keine Blaupause. Jetzt ehrlich? Wieso kommen hier keine Blaupausen mehr an? 45%, ja, ist nett, aber nee. Einfach mal nee. So, Halbleiter 2. 75 Gemüse. Jetzt muss ich mal im Kopf durchgehen. Wir haben 4. 8. Theoretisch mit den kommen wir auf 14. 14 Arbeitsplätze für Arbeiter. Das sind alles Ingenieure. Und Arbeiter müssen auch als Erste, glaube ich, schleppen. Ich will gerade, ob wir noch Arbeiter ranholen. Um die Produktion möglichst kontinuierlich am Laufen zu haben, damit hier durchgehend Eisen und Bioplastik ankommt. Wie 11 direkt hergestellt. Du brauchst einen Ingenieur, ne? Ja. Gut, jetzt stelle ich noch mal ein paar Leute ein. Und zwar den 20. hier und dann Ingenieure. Ich glaube auf 12. So, du bist auch gebaut und wirst abgestellt. Die Luftschleuse lassen wir natürlich an. Und ja, die amüsieren sich schon alle in der Bar, aber hätte ich die ganz gerne abgestellt. Wegen unserem Stromproblem, das sie hier anbahnt. Ja gut, du kommst an. Du brauchst 4,5. Oh, ganz ungutes Gefühl habe ich gerade. Was sagst du denn? 214 ist der Stromverbrauch. 240 kommen gerade an. Also man muss echt sagen, ohne Blitze wäre man voll in den Popo gekniffen hier. Kolonistenschiff, nein, oh Gott, ich muss ja aufpassen. Ich muss ja aufpassen, wie waren wir denn jetzt? Da ist Nummer 20 angekommen, da ist... Das Riesenschiff hat 2 Kolonisten gebracht, yeah. So, bei 20 belassen wir es jetzt aber und... Blaupause, bitte eine Blaupause. Blaupause. 60% ist mir auch zu teuer. Tschüss. Habe ich irgendwo was abgestellt? Bitte keine Blaupause mehr liefern. Okay, das Massenspeicher hatten wir ja bekommen. Und den wollte ich, glaube ich, auch bauen. Ja, noch etwas bauen, was Ressourcen verbraucht und Energie verschwendet. Gemüsebier muss, glaube ich, echt ekelhaft schmecken, oder? Gibt's Gemüsebier? Hat das schon mal jemand getrunken? Ich glaube, das ist wirklich widerlich. Ich meine, Karottensaft zum Beispiel trinke ich ganz gerne, mag ich sowas. Also Gemüsesaft an sich kann, glaube ich, sehr interessant schmecken. Oder auch gut schmecken. Gurkensaft zum Beispiel habe ich noch nie getrunken, aber Gurken mag ich gerne. Aber Gemüsebier, kann man sowas überhaupt herstellen? Ist das möglich? Ja.